In diesem Video geht es um den Einsatz eines Endkanal-JFETs als Schalter. Der Endkanal-JFET ist ein unipolarer Transistor, den können wir uns einmal hier in PSPICE anschauen. So sieht das Schaltbild entsprechend aus. Wir sehen hier den Kanal, den Endkanal mit induziertem Bereich, und dieser Endkanal kann über eine Spannung am Gate-Anschluss abgeschnürt werden, sodass der Transistor dann nicht mehr leitet. Das heißt, ohne Spannung am Gate-Anschluss leitet der Transistor, ist also selbstleitend. Und wenn wir eine negative Spannung anschließen, dann wird der Transistor sperren. So, das können wir einmal aufbauen. Ich nehme dazu hier einmal einen Lastwiderstand, den ich hier oben anschließe, und eine Spannungsquelle von 12 Volt. Den Lastkreis, den verbinde ich schon einmal, damit wir dann hier schon mal einen Überblick haben, wie sowas aussehen kann. So, über den Widerstand kann nun entsprechend ein Strom im Lastkreis fließen, und wir brauchen dann noch eine Spannung hier am Eingang für den Gate-Anschluss. Den schließe ich immer direkt an den Gate-Anschluss an. Und dann brauchen wir noch ein entsprechendes Massepotenzial, was ich da einmal anschließe. So, und wir können jetzt hier an dem Gate-Anschluss verschiedene Spannungen anlegen. Ich mache das hier mal mit einem DC-Sweep. Das heißt, die Konfiguration sieht entsprechend folgendermaßen aus. Ich ändere die Spannung V1, also die Spannung am Gate-Anschluss, und lasse mir die Vorgänge zwischen 0 Volt und minus 3 Volt anzeigen mit einem Inkrement von 0,01 Volt. Das heißt, die Simulation beginnt mit einer Gate-Spannung von 0 Volt und geht dann in 0,01 Volt Schritten runter bis minus 3 Volt. Dazu kann ich mir den Strom einmal anzeigen lassen, der hier im Lastkreis fließt, und starte die Simulation einmal. Und dann sehe ich hier auch das Ergebnis, das heißt, bei einer Gate-Spannung von 0 Volt leitet der Transistor, ich habe hier einen Strom von gut 8,5 mA, und bei negativer Gate-Spannung, also runter bis 2,25 Volt, da ist tatsächlich der komplette Endkanal abgeschnürt und da leitet der Transistor nicht mehr. Was bei unipolaren Transistoren wie diesem JFET interessant ist, ist folgendes. Wenn ich mir einmal den Strom anschaue, der hier in das Gate fließt, dann werde ich gleich sehen, dass dieser Strom verschwindend gering ist. Ich lösche einmal diese Anzeige. Hoppla. So, damit ich sehe, ich habe hier Ströme im Picoampere-Bereich. Der Transistor wird also nicht stromgesteuert, sondern allein über die Spannung. Das heißt, es fließt kaum Strom in diesen Transistor, und entsprechend kann ich hier so einen Transistor leistungslos steuern.